Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im Februar 2017 und herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt im Februar Geburtstag haben. Das wird ein Top-Monat für euch, ihr Lieben. Top für Liebe, Vergnügen und um große Pläne zu machen. Ihr werdet wahrscheinlich häufig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen und eure Pläne kommen gut an. Ihr könnt beinahe alles erreichen, was ihr wollt. Und wenn ihr jetzt Geburtstag habt, dann solltet ihr feiern und es richtig krachen lassen. Der Erlebnishintergrund, also die langfristigen Aspekte, die auf euch einwirken, sind fast durchweg positiv. Ihr habt erstmal Glücksplanet Jupiter in einem sehr, sehr schönen Aspekt zu eurer Wassermannsonne stehen. Das ist also schon mal top, super Konstellation. Und das spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 9. und 14. Februar Geburtstag haben. Und der Jupiter wird ja rückläufig, das heißt, er bleibt jetzt noch viel länger auf diesen Geraden stehen. Und insofern habt ihr jetzt richtig eine Weile was davon und könnt euch was Schönes vornehmen. Und selbst wenn es vielleicht zwischendurch mal ins Stocken kommen sollte, insgesamt werden eure Pläne Früchte tragen und das wird gut ausgehen. Dann habt ihr den wilden Uranus im günstigen Aspekt zu eurer Sonne stehen, nämlich im Sextil. Das heißt, der inspiriert euch, ist ja auch euer Herrscherplanet. Also viele andere haben damit Probleme, ihr nicht. Ihr seid inspiriert, euch fallen viele Sachen ein. Und ihr seid auch jetzt sehr mitreißend und unterhaltsam für andere und alle hören euch zu. Also alle Wassermanngeborenen, die sich irgendwie selbst vermarkten wollen, sei es jetzt geschäftlich oder auch in der Liebe gut dastehen wollen, die dürften damit kein Problem haben. Das merken diesen Monat ganz besonders diejenigen, die zwischen dem 8. und 13. Februar Geburtstag haben. Ist also sehr eng auch bei dem Jupiter-Trigon. Das heißt, ihr müsstet wirklich eine super Ausstrahlung haben und ihr müsstet euch echt verstecken, wenn ihr jetzt nicht gut ankommen wolltet und viele Verehrer finden. Dann haben wir Saturn, auch im günstigen Aspekt zur Wassermannsonne. Der steht hier im Schützen im Sextil zu euch. Das bringt also auch eine gute Unterstützung. Der ist ja ein bisschen streng, der Saturn, aber der steht günstig. Das heißt, das erdet euch dann auch so ein bisschen. Oder eben auch, das sind auch Freunde, die da angezeigt sind, die vielleicht ein bisschen streng rüberkommt, die euch aber dabei helfen, auf dem Teppich zu bleiben. Ist auch gut für langfristige Freundschaften. Mancher Wassermann hat in seinem Freundschaftsleben auch ein bisschen aufräumen müssen und sich auch von Freundschaften verabschieden müssen. Aber diejenigen, die jetzt weiter bei euch bleiben, das sind dann die, da habt ihr dann auch ganz, ganz langfristig Freude dran. Genau, und das spüren diesen Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 11. und 17. Februar Geburtstag haben. Dann haben wir ja eine wichtige neue Energie. Ab dem 14. Februar wechselt nämlich Lilith das Zeichen. Die wechselt dann vom Skorpion in den Schützen und wird dann auch bei euch im Freundschaftshaus stehen und einen günstigen Aspekt zur Wassermannsonne bilden. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ihr vielleicht neue Freunde oder Freundinnen kennenlernt, die zwar vielleicht schwierig sind, aber eine große Inspiration in euer Leben hineinbringen. Vielleicht bedeutet es auch einfach, dass ihr euch mit den Kräften der Lilith mehr anfreundet. Denn als Wassermänner seid ihr auch sehr stark an Gerechtigkeit und Fairness interessiert und Lilith im Schützen steht auch für Gerechtigkeit und Fairness. Das könnte ein großes Thema für euch werden in euren Freundschaften, aber vielleicht auch für alle diejenigen von euch, die sich politisch interessieren. Und darüber kann man dann auch wieder tolle Leute kennenlernen, wenn man sich da engagiert. Das werden im Februar bereits diejenigen spüren, die zwischen dem 15. und 20. Geburtstag haben. Okay, dann gehen wir jetzt in die aktuellen Konstellationen. Der Neumond, der das Monatsthema vorgibt, fand ja schon im Januar statt, am 28. bei euch in eurem Zeichen. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass es diesen Monat auch ein bisschen um Selbstreflexion geht. Wer seid ihr? Was wollt ihr für euch persönlich erreichen? Und natürlich bei Partnerschaftsthemen ist es auch sehr wichtig, dass ihr euch darüber klar werdet, was ihr in der Partnerschaft wollt. Und wenn ihr noch Single seid, auch was ihr euch von einem Partner wünscht und was ihr selber einbringen wollt. Findet doch mal raus, wer ihr denn seid in einer Partnerschaft und wer ihr sein wollt. Darüber könnt ihr gut nachdenken. Ja, dann habt ihr natürlich jetzt zum Start des Monats erstmal die Sonne hier schön im ersten Haus. Sehr angenehm, gute Vitalität, ihr habt Schwung, ihr kommt gut rüber, Ausstrahlung, alles perfekt. Also es gibt keine Ausrede, sich nicht zu zeigen und nicht wirklich auch ins Flirten einzusteigen, falls ihr noch jemand sucht.
Oder eben, wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, müsst ihr sogar eher aufpassen, dass ihr nicht zu selbstbezogen seid, ne? Sondern müsst ihr auch ein bisschen gucken, dass ihr euch um den Herzallerliebsten auch kümmert oder sonst denjenigen eben auch mitreißt, vielleicht was Tolles mit euch zu unternehmen. Also ich denke an den Valentinstag, da sind die Wassermänner ganz stark gefordert, sich da was Schönes einfallen zu lassen. Also gerade auch, ne, ihr Wassermänner, ihr seid ja immer gerne so, dass ihr solche Termine so, oh, das ist doch was Blödes und was Kommerzielles und so. Aber ey, wirklich, die Leute freuen sich. Wenn ihr einen Flirt habt, ist die Gelegenheit, zu Valentinstag da was zu unternehmen. Also steht da nicht so drüber. Okay, dann habt ihr den Mars auch super stehen zur Sonne. Den ganzen Monat über steht hier im dritten Haus dann für euch. Der steht Anfang Widder, bleibt da den ganzen Monat. Also auch eine Top-Unterstützung. Da müsst ihr vielleicht nur manchmal aufpassen, dass ihr im Gespräch nicht ein bisschen zu aggressiv rüberkommt. Mars im Haus des Gesprächs kann eben sein, dass man dann die anderen so ein bisschen totquatscht. Also da müsst ihr ein bisschen gucken. Immer so in Tuchfühlung bleiben mit eurem Gegenüber, ne? Das hilft. Jupiter habt ihr ja, wie gesagt, gut stehen. Wenn der jetzt rückläufig wird, am 6. und dann für den Rest des Monats, kann das sein, dass vielleicht Pläne ins Stocken, geraten oder dass ihr euch Dinge noch ein zweites Mal überlegt. Das ist aber nicht schlimm, sondern es wird im Endeffekt dann doch, wird es dann wieder in Vorwärtsgang gehen und dann auch gut ausgehen. So, am 7.1. haben wir ja dann auch noch den Merkur. Ach, ich habe das hier gar nicht mitgeklickt, Entschuldigung. So, am 7.1. Merkur geht dann auch noch in den Wassermann. Es steht euch also auch zur Verfügung, falls ihr bis dahin so ein bisschen Unklarheiten hattet oder vielleicht manchmal unkonzentriert wart. Ab dem 7. geht das also ganz wieder nach vorne. Ihr seid klar, ihr habt gute Gedanken und ihr könnt eure Pläne sehr gut formulieren und seid auch in Übereinstimmung selber mit dem, was ihr denkt, was euch einfällt. Das ist also eine sehr schöne Konstellation für euch. Dann, genau, und ach so, zwei Top, der 6. ist auch gleich ein Top-Tag für euch. Da ist nämlich hier der Mond in den Zwillingen, super Aspekt, Sonne, Mond. Und hier lauter blaue, sprich positive Aspekte auf eure Sonne an dem Tag. Also es ist sicherlich ein guter Tag. Das ist der Montag. Und der Februar fängt auch schon gleich an mit einem Top-Tag für euch, am 2. nämlich. Da habt ihr auch schon sehr schöne Konstellationen. Da steht nämlich der Mond auch gut zu eurer Sonne und aktiviert den Bereich der Gespräche und des Kennenlernens auch über gute, witzige Gespräche und vielleicht, wenn ihr tätig seid, im weitesten Sinne in der Schule, könnt ihr gut Leute kennenlernen oder auch über die Schule eurer Kinder, wenn ihr alleinerziehende Mom seid oder sowas. Und es ist auch sehr gut bei allen Aktivitäten, die mit Lernen zu tun haben oder kurze Reisen. Also da ist dieser Tag gut, aber ist auch der ganze Monat gut. Okay. Dann waren wir jetzt schon beim 11. Das ist ja dieser Vollmond. Den zeige ich euch jetzt nochmal hier extra. Der ist nämlich sehr interessant, weil der sich nämlich bei euch auf der Partnerachse abspielt. Wir haben hier die Sonne und dann den Vollmond gegenüber bei euch im Partnerhaus. Sehr spannend. Schön verbunden mit dem Glücksplaneten, mit dem Uranus, eurem Herrscherplaneten. Also da um den Vollmond rum, sprich dann ja auch schon um den Valentinstag herum, solltet ihr super ins Gespräch kommen und wirklich in der Lage sein, Menschen zu fesseln, einfach durch euer Wissen und durch eure witzige Art. Also ihr werdet da sehr begehrt sein und viel im Mittelpunkt stehen. Und es ist auch ein bisschen eure Aufgabe, andere aufzuheitern, die vielleicht ein bisschen verwirrt sind von den Konstellationen. Aber ihr seid da echt ganz vorne mit dabei. Werdet sehr, sehr viel Spaß haben. Genau. So, das ist und der Freitag, der 10., also praktisch der Abend vor diesem Vollmond, ist dann auch schon für euch schon gleich wieder ein Top-Tag. Das hatte ich hier noch rausgesucht für euch, weil da nämlich ja der Mond auch schon bei euch im Partnerhaus steht und Partnerschaftsthemen und Begegnungen aktiviert. Also auch super für Singles. Dann gibt es noch einen Top-Tag, das ist nämlich der Valentinstag selber. Da steht der Mond dann sehr schön, steht in der Waage, damit auch super zur Wassermannsonne. Deswegen, aber ich habe es ja schon gesagt, ich wiederhole mich, macht da unbedingt was, wenn ihr jemanden liebt. Schlagt demjenigen was Schönes vor, unternehmt was, vielleicht organisiert ihr ein Blind Date, wo ihr denjenigen überrascht, weil halt ein starkes Moment von Überraschung mit drin ist mit dem Uranus hier. Ne? Da, und eben, ihr habt sensationelle Ideen. Also damit solltet ihr nicht hinter dem Berg halten.
Und am 14. geht ja dann eben auch die Lilith in den Schützen, damit für euch in einen günstigen Aspekt zur Sonne, habe ich ja schon erwähnt. So, dann geht es weiter. Am 18. haben wir den Eintritt der Sonne ins Zeichen Fische. Damit geht die Sonne dann in euer Geldhaus. Das ist nicht schlecht, weil für die Wassermanngeborenen ist schon längere Zeit eine Tendenz, sich mit dem Geld so ein bisschen sorglos oder auch so ein bisschen unbeteiligt umzugehen oder zu sagen, ah, das Universum wird sich schon drum kümmern. Und hier mit der Sonne dann kommt da so eine Vitalität rein und eine gute Energie, dass ihr da vielleicht Sachen in Ordnung bringen könnt oder besser durchblickt auch. Mit Neptun im Geldhaus kann man zwar dem Fluss des Geldes vertrauen, aber man muss schon auch ab und zu mal genauer nachrechnen. Und Sonne im Geldhaus ist halt immer günstig. Außerdem ist das ja auch das zweite Haus für euer Selbstwertgefühl. Kann das auch sehr gut sein, dass ihr darüber mal nachdenkt. Das wird dann auch Thema beim nächsten Neumond. Genau. So, dann beginnt ja diese kritische Phase, die ich in der kosmischen Schwingung schon angedeutet habe. Wenn nämlich dann eben der Mars als Kampfplanet hier ins Quadrat zu Pluto läuft, tja, was soll ich da zu euch sagen? Ihr könntet natürlich auch zu denjenigen gehören, die so ein bisschen Unruhe stiften, weil das Ganze hier bei euch im dritten Haus steht. Und da kann man jetzt, muss man aufpassen, dass man mit seinen Worten vielleicht nicht verletzend wird. Also ihr seid ja wirklich unglaublich gut und witzig. Also es ist richtig so eine Stand-up-Comedy-Konstellation. Aber ihr müsst trotzdem aufpassen, dass ihr Leute nicht verletzt, weil das kann dann in diesen Tagen wirklich auch nach hinten losgehen. Ne? Dass ihr da wirklich in Tuchfühlung bleibt. Man muss ja einfach nur das Gesicht desjenigen beobachten, mit dem man spricht, ne? Und dann ein bisschen gucken, dass man da nicht zu weit geht. Das würde ich euch raten, denn es kann sehr gut sein, dass da ein bisschen die Pferde mit euch durchgehen in dieser Zeit. Ne? Und dass ihr dann auch wahrscheinlich seid ihr da durchaus auf der Gewinnerseite, weil eben diese aggressiven Planeten günstig zur Wassermannsonne stehen. Aber man muss eben auch gucken, dass man nicht in dem Moment denkt, prima, da habe ich mich jetzt durchgesetzt und habe ich jetzt gewonnen und dass es dann vielleicht letztlich doch der Beziehung oder den Gefühlen schadet. Ja, das lohnt sich dann doch immer, da ein bisschen empathisch zu bleiben, mitfühlen zu bleiben, dass man da sich es nicht verdirbt. Genau, das wäre noch meine Empfehlung. Und dann haben wir ja noch den Neumond in den Fischen, zusammen mit Merkur dann auch. Das spielt sich dann wieder bei euch im Haus von Geld und Selbstwert ab. Das heißt, da beginnt dann für euch ein Monat, wo ihr über dieses Thema mal nachdenken solltet. Wie steht ihr zum Geld? Ist es euch wichtig oder nicht? Was habt ihr da vielleicht vor? Vielleicht könnt ihr da noch dann irgendwas in Ordnung bringen. Es könnte für euch wirklich eine ganz wichtige Zeit dann werden, die darauffolgenden 4 Wochen, um euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen und natürlich auch zu schauen, was hat es mit eurem Selbstwert zu tun? Wie fühlt ihr euch damit? Fühlt ihr euch innerlich reich? Ist es euch egal? Ne? Viele Wassermänner sind ja auch so Freidenker, die sagen, ich brauche nichts. Das ist dann der nächste Monat, wo ihr über diese Themen mal nachdenken könnt. Okay, meine Lieben, dann haben wir ja noch eine Verlosung. Diesmal verlose ich unter allen meinen Abonnenten, die mir einen netten Kommentar dalassen. Eine 15-minütige Kurzberatung, gerne auch mit einem zweiten Horoskop, weil ja Valentinstag ist. Also vielleicht mal gucken, wenn ihr jemanden kennengelernt habt, wie der zu euch passt. Also lasst mir einen netten Kommentar da, abonniert meinen Kanal, dann seid ihr dabei. Und natürlich könnt ihr bei mir auch ein ganz individuelles Horoskop buchen, wisst ihr ja schon. Um mehr über euer Horoskop, vielleicht über euer Jahr oder über eure aktuelle Liebe herauszubekommen. Und weil ja der Uranus, der Planet der Wassermänner, auch der Planet der Astrologie ist. Falls euch also Astrologie interessiert, könnt ihr mal bei Antonias Sterne mitmachen oder euch über mein Workshop-Angebot informieren. Auf meiner Homepage findet ihr da mehr dazu. Also ihr Lieben, nun wünsche ich euch einen super prickelnden Monat, den ihr wahrscheinlich haben werdet. Ihr seid damit die kosmischen Superstars. Genießt es, seht am Ende zu, dass ihr es nicht zu wild treibt, dass ihr nicht zu sehr übertreibt. Dann sollte es eigentlich für euch ein ganz, ganz toller Monat werden. Also, alles Gute mit den Sternen.